Hallo ihr Lieben, hier bei Final Fantasy 16 in Martas Rast. Martha hat eine neue Aufgabe für uns, ich bin gespannt. Clive, ich wollte gerade nach dir rufen lassen. Würdest du bitte etwas zu Sir Wade nach Eastpool bringen? Saatgut zum Pflanzen. Je früher sie dort mit dem Anbau beginnen, desto besser. Bis sie genug ernten, werde ich natürlich weiterhin Lebensmittel schicken. Aber wenn Eastpool überleben soll, müssen die Menschen dort allein zurechtkommen. Das gilt vor allem für die Träger. Sie haben immer nur Befehle ausgeführt und jetzt sind sie ihre eigenen Herren. Kein Wunder, dass sie keine Ahnung haben, wie sie sich versorgen sollen. Also müssen wir es ihnen zeigen. Ich könnte auch jemand anderen schicken. Aber die Kutscher, die Eastpool mitbeliefern, erzählen in letzter Zeit immer öfter von Akasischen, die sie unterwegs sichten. Sir Wade will mich wohl nicht beunruhigen. Mir hat er nämlich nichts davon gesagt. Aber wenn jemand mehr aus ihm rausbekommen kann, dann du. Ist gut. Danke. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Hier, genug Samen, um bald das ganze Dorf mit Gisakraut zu versorgen. Gisakraut? Zugegebenermaßen nicht das leckerste Gemüse. Aber es wächst schnell, ist widerstandsfähig und macht satt. Besser als andere Pflanzen, die beim ersten Frost eingehen. Und Chocobos lieben Gisakraut. Das kommt uns zugute. Schließlich brauchen wir auch gesunde und kräftige Tiere, wenn uns der Aufbau von Eastpool gelingen soll. Roh ist es ganz schön bitter, aber richtig zubereitet ist es auch für Menschen genießbar. Man lernt wohl nie aus. Also gut, gib die Samen einfach Sir Wade. Er weiß schon Bescheid. Und frag ihn auch nach den Akasischen, ja? Gut, mache ich. Sprich mit Wade. Dann machen wir das doch. Lord Rossfield, was führt euch nach Eastpool? Eine Lieferung von Martha. Ah, sicher die Gisa-Samen. Zum Glück greift Martha uns unter die Arme. Einen Versuch ist es wert. Schließlich wäre es ein Jammer, wenn die alten Weizenfelder lange brachlegen. Wir hätten sie natürlich schon bestellen können. Aber ohne Saatgut... Martha möchte vor allem, dass ihr den Trägern den Gemüseanbau erklärt, damit sie irgendwann allein zurechtkommen. Eine ausgezeichnete Idee. Die Träger, die wir hergebracht haben, waren gerade erst ihren Ketten entkommen. Freiheit ist neu für sie. Sie haben nie gelernt, wie man sich selbst versorgt. Deshalb liegt es an uns, es ihnen zu zeigen. Nach all den Jahren des Wegschauens ist das das Mindeste, was wir für sie tun können. Ich gestehe, dass ich und meine Männer bislang kein gutes Beispiel waren. Ohne Marthas Lieferung wären wir hier wohl schon längst verhungert. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns alle selbst versorgen. Egal ob Träger oder Hüter. Allerdings haben wir im Augenblick alle Hände voll damit zu tun, die Verteidigung von Eastpool zu stärken. Es gab beunruhigende Sichtungen hier. Die Horde, sie rückt näher! Sie sind schon fast hier, Sir Wade. Verdammt. Ich dachte, uns bliebe noch Zeit. Versammelt euch im Zentrum und ruft Verstärkung von der Rast. Ja, Sir Wade. Die Horde. Akasische. Und zwar richtige Scharen. Sie wurden immer häufiger hier in der Umgebung gesichtet. Gegen diese Überzahl können wir unmöglich ankommen. Ich wollte mit meinen Männern einen Schutzwall errichten, damit wir eine Chance haben, das Dorf zu verteidigen. Aber dafür ist es zu spät. Ganz genau. Wenn die Männer von der Rast vor den Akasischen eintreffen, dann könnten wir es schaffen. Aber selbst dann nur mit einer großen Portion Glück. Und wenn ihr hier in Eastpool Verstärkung anfordern würdet? Meint ihr die Träger?
Wir haben sie hergebracht, um sie zu retten, nicht um sie in den sicheren Tod zu schicken. Sir Wade, ihr braucht Hilfe bei der Verteidigung. Redet mit den Trägern. Sie wollen sicher auch für Eastpol kämpfen. Auch wenn es keine ausgebildeten Soldaten sind. Ihre Unterstützung könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bedeuten. Ihr habt recht, Milord. Ich werde mit Ihnen reden. Freunde, wir brauchen eure Hilfe. Der Feind ist uns Hütern zahlenmäßig überlegen. Aber ich weiß, dass wir ihn besiegen können. Mit eurer Unterstützung. Wir sollen uns für euch opfern. Köderspiel. Und diese Monster ablenken, damit ihr euch retten könnt. Wie konnten wir euch nur vertrauen? Was ihr auch sagt, ein Zuhause ist den Tod nicht wert. Aber es ist wert, dafür zu kämpfen! Sir Wade und seine Männer kämpfen, damit ihr eine Chance habt. Genauso wie ich und Sid es tun. Wir wollten, dass ihr ein Zuhause bekommt, wo ihr frei seid. Und das habt ihr nun. Hier, dieses Dorf, Eastpol. Eastpol ist euer Dorf, euer Zuhause. Und wenn ihr nicht dafür kämpft, was euch gehört, verliert ihr es. Ihr wisst es selbst. Diese Welt will euch alles wegnehmen. Wirklich alles. Euer Zuhause, eure Freiheit, sogar euer Leben. Wie lange wollt ihr das alles noch tatenlos über euch ergehen lassen? Wollt ihr euch wie wehrlose Lämmer eurem Schicksal ergeben, ohne auch nur ein einziges Mal zurückgeschlagen zu haben? Oder wollt ihr wie freie Männer und Frauen kämpfen? Was tust du? Ich kämpfe. Gebt mir ein Schwert. Ich habe nie ein eigenes Zuhause gehabt. Und jetzt, wo ich es habe, will ich es nicht wieder verlieren. Und wenn ich dafür kämpfen muss, dann werde ich es tun. Wie wir alle. Wir kämpfen gemeinsam, weil wir es wollen. Ja. 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 Mhm. Genau. Recht hat er. Für Eastpol! Für Eastpol! Danke, Martha. Wir reden später. Erst sprechen die Waffen. Zeigen wir ihnen, was Freiheit bedeutet. Werden wir. Gut, mit so vielen helfenden Händen sieht die Lage schon anders aus. Ja, dank dir. Ach, ich rede immer nur, wie mir der Mund gewachsen ist. Lord Rossfield, Milady, wir sind soweit. Wie lautet der Schlachtplan? Wir teilen uns in mehrere kleine Trupps auf. In jedem davon Hüter, Träger und Wachen von der Rast. Diese beziehen an strategischen Punkten ums Dorf Position. Sobald die Akasischen angreifen, lenken die Trupps sie ab und versuchen, ihren Vormarsch zu bremsen. Gleichzeitig fallen sie langsam zurück. Ihr wollt sie ins Dorf locken? Richtig. Indem wir uns aufteilen, machen wir uns auch angreifbar. Verwundete müssen wir aber um jeden Preis verhindern. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf unsere Verteidigung. Um die Bewegungen der Trupps zu koordinieren, geben die Träger Signale weiter. So können wir die Akasischen dort zusammenführen, wo wir im Kampf einen Vorteil haben. Das heißt, im Idealfall auf dem Dorfplatz.
Hier können unsere besten Kämpfer den Feind zusammentreiben und angreifen. Und wir beide geben ihnen dann den Rest. Ein guter Plan. Allerdings muss jemand mit kühlem Kopf und Nerven aus Stahl den Trupps die Befehle geben. Und dafür kommt nur einer in Frage. Ihr, Sir Wade. Bitte, unterstützt die Leute da draußen. Wollt ihr den Ruhm für euch? Sir Wade, Sie sind hier! Ihr wisst, was zu tun ist. Wir arbeiten zusammen. Jeder erfüllt seine Aufgabe. Ein jeder schützt seinen Nächsten, damit keiner von uns fällt. Und Eastpool bestehen bleibt. Für Rosaria! Für Rosaria! Keine Zeit zum Diskutieren, Milord. Ich tue, was ihr verlangt. Und ich, was ihr verlangt. Dann begeben wir uns besser auch in Position. Ich bin bereit, Martha. Die Ruhe vor dem Sturm. Und da kommt er. Ich lasse nicht zu, dass Eastpool fällt. Bisher ist alles gut gegangen. Lord Rossfield, Planänderung. Was ist los? Ein Stolas war hier. Bei Rhiannons Ritt wurde ein akkasischer Curl gesichtet, der sich auf die Rast zubewegt. Und die meisten Wachen sind gerade hier. Sir Wade, wie ist die Lage um Eastpool? Schwer zu sagen. Meine Männer kämpfen noch, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Ich könnte ein paar von ihnen rausschicken, um den Curl zu suchen. Nein, sie werden hier gebraucht. Ebenso wie ihr, Sir Wade. Ihr habt das Kommando. Ich suche den Curl. Kommt nur nach, wenn Eastpool sicher ist. Zu Befehl, Milord. Der Begründer sei mit euch. Ich will auch kämpfen. Mit einem Schwert kann ich nicht. Gut so.
ist er. Auf geht's, Torgal. Geschafft. Zurück nach Eastpool. Lord Rosfield, was ist mit dem Curl? Er ist erledigt. Dem Begründer sei Dank. Und euch, natürlich. Wir haben derweil den Rest der Arkasischen vernichtet. Ich habe rund um das Dorf Hüter positioniert, falls sich doch noch Gefahr nähert. Aber es scheint alles ruhig zu sein. Ich wage es kaum zu fragen. Ist es wirklich vorbei? Sieht ganz so aus. Unglaublich. Eastpool ist gerettet. Danke, Freunde. Danke. Nein, Sir Wade. Wir sind es, die zu danken haben. Ihr habt uns vereint und uns klargemacht, dass man für Dinge kämpfen muss. Bevor wir hergekommen sind, hatten wir nie etwas. Nichts, das wir beschützen konnten. Aber jetzt ist alles anders. Vergebt uns, Sir Wade. Wir haben euch Schreckliches unterstellt. Ihr wolltet nur helfen. Auch Vertrauen mussten wir erst lernen. Wir sind jetzt frei. Und so müssen wir uns endlich verhalten. Wir werden unser Eigentum verteidigen, um Eastpool zu schützen. Ganz genau. Wir werden kämpfen. Zusammen. Wir bleiben hier. Niemandem wird es gelingen, uns zu vertreiben. Dafür werden wir sorgen. Kommt, Freunde. Packen wir es an. Es gibt viel zu tun in unserem Dorf. Sie sind keine Sklaven mehr. Nein. Sie sind Rosaria. Euer Vater sprach sich immer für Träger aus. Er wäre froh, diese Träger freizusehen, wenn er noch bei uns wäre. Ja, das glaube ich auch. Ich bleibe hier, Milord, und helfe beim Wiederaufbau des Dorfes mit. Von nun an ist das auch mein Zuhause. Und wenn ich mich Ispulana nennen will, muss ich auch was dafür tun. Ihr meint wohl Eastpoola, Sir Wade. Aber ihr könnt euch nun mit Recht so nennen. Ich muss mich auch anstrengen. Nicht, dass ihr die Rast alt aussehen lasst. Ich sollte mich langsam auf den Rückweg machen. Können wir weiter auf deine Hilfe zählen, Martha? Natürlich. Schließlich wäscht eine Hand die andere. Wir Rosaria müssen zusammenhalten, oder nicht? Ja, in der Tat. Und Clive, sieh nachher bitte auch noch bei mir vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann.
Ist gut. Bis gleich. Lord Rossfield, wisst ihr noch unsere erste gemeinsame Mission? Der Kampf mit den Goblins in der Stillwindmarsch? Als könnte ich das vergessen. Einen Anblick werde ich nie vergessen. Ihr, vor diesem gigantischen Morbol. Nicht die Spur von Angst in den Augen. Seitdem gab es viele Tage, an denen mich der Mut fast verlassen hätte. Immer dann, wenn der Feind uns so überlegen war, dass ich am liebsten mein Schwert niederlegen wollte. Aber jedes Mal fiel mir euer Blick von damals ein und ich erinnerte mich wieder, was es heißt, ein Schild zu sein. Und deshalb werde ich nie aufgeben, egal was Eastpool noch erwartet. Dank euch. Sir Wade, ihr wart schon immer ein wahrer Schild. Nicht nur Eastpool, sondern auch ganz Rosaria kann auf euch zählen. Danke, Milord. Und der Rest der Welt kann auf euch zählen. Ich gebe mein Bestes. Ich danke euch für alles, was ihr für uns getan habt, Milord. Da ist ja unser Held. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So konntest du nicht nur die Samen überbringen, sondern auch Eastpool und die Rast retten. Ich habe nur meinen Teil getan. Und für diesen Teil sollst du natürlich belohnt werden. Hier, nimm, bevor ich es mir anders überlege. Danke, Martha. Schön, dass in Eastpool endlich wieder Leben einkehrt. Ein Zuhause für freie Träger. Wer hätte gedacht, dass wir das noch erleben? Die Idee kam von dir. Weiß ich ja, aber ich hatte sie nie zu Ende gedacht. Träger, die sich selbst versorgen, für sich selbst denken, für sich selbst arbeiten. Wie in eurem Versteck, nur nicht versteckt. Wobei es hier an der Rast dieser Tage auch so ist. Weißt du, diese Träger in Freiheit zu sehen, das erinnert mich an mein erstes Treffen mit Sid. Auch wenn ich an den Tag nur ungern zurückdenke. Klingt, als hättet ihr euch nicht auf Anhieb verstanden. Was war denn? Nun, wenn du es wissen willst, ich hatte schon lange bevor ich ihn kennengelernt habe, für Träger gekämpft. Um genau zu sein, haben sich deshalb unsere Wege überhaupt erst gekreuzt. Eines Tages tauchte er hier auf und wollte wissen, wer bei uns die ganzen Träger kauft. Er muss gedacht haben, dass ich Schreckliches mit ihnen anstelle, dass ich sie jage, zum Spaß foltere oder weiß der Begründer was. Und ich? Ich dachte, dass er ein Vorsteher ist und ich aufgeflogen wäre. Aber am Ende haben wir doch noch begriffen, dass wir auf derselben Seite waren. Aber dann ging es los. Der unverschämte Kerl wollte mich belehren, was ich alles falsch mache. Nach allem, was ich schon auf mich genommen hatte. Er meinte, ich würde meinen Trägern keine Freiheit schenken, dass sie immer noch als Sklaven sterben würden. Ich habe ihm natürlich die Meinung gegeigt. Hab gesagt, wenn ihm nicht passt, was ich mache, soll er entweder abhauen oder mich verpfeifen. Und was hat er getan? Gelächelt und dann gelacht. Hab ich dann auch. Später an diesem Tag haben wir abgemacht, immer zu helfen, wenn einer von uns in der Klemme steckt. Und das habt ihr. Ja, wir hatten schließlich das gleiche Ziel, das Leid der Träger zu lindern. So wie dein Vater. Ich kam etwa zur gleichen Zeit zur Welt, als er Großherzog wurde. Als Kind habe ich gesehen, wie er versucht hat, die Dinge zu ändern. Allerdings stieß er auf starken Gegenwind. Das stimmt. Je höher die Ziele sind, desto schwerer sind sie zu erreichen.
Deshalb liegt es jetzt an uns, dafür zu sorgen, dass die Träume wahr werden, die auch Sid und mein Vater hatten. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und wenn wir es nicht schaffen, dann die, die nach uns kommen. Zum Glück haben wir schon ein paar vielversprechende Küken im Stall. Bei dem Gedanken könnte man geradezu Hoffnung schöpfen. Ein klein wenig. Also gut, genug geschwatzt. Die Arbeit wartet, das Essen kommt schließlich nicht von selbst auf den Tisch. Nach dem harten Kampf um Eastpool haben sicher alle Hunger. Und du und ich werden die Welt auch nicht mit leerem Magen retten. Ein warmes Mahl klingt wunderbar. Oh, Schild von Marthas Rast. Das Zimmer wird langsam voll. So, Auftrag beendet. Das war's dann auch schon wieder für diese Runde. Aber es gibt noch viel zu tun. Ich freue mich aufs nächste Mal. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und ja, bis dahin. Bye, bye.